Ja, das ist mega kacke, weil das Problem ist, ich glaube, ich muss sogar meinen Sarzenia opfern, weil ich muss diese Giftspitzen wegbekommen. Dass der auch Giftspitzen bekommt, ist natürlich auch Spaßfakt am Rande, auch sehr scheiße. Das waren jetzt zwei Runden Rollout. Das heißt, es kommt gleich die dritte und dann kommt ja noch eine auch. Boah, scheiße. Also Cloyster wird halt auch im Verlauf definitiv ab. Ich sehe keinen anderen Weg. Ich habe noch ein bisschen Ersatz auch für den. Ich muss die Poison wegbekommen auf den ganzen Mons. Ich opfer den jetzt, weil ich sehe, um ehrlich zu sein, gerade keinen anderen Weg. Das war jetzt Runde 3. Es kann halt sogar sein, dass ich noch einen Mon opfern muss, ne? Ja, ich glaube, wir gehen jetzt zum Fissi tatsächlich. Ich glaube, also so sehr, wie ich das lieben gelernt habe, das ist jetzt Rollout Nummer 4 und das wird jetzt killen. Ey, ich hatte nie in meinem ganzen Leben Probleme gegen Walzermiltang. Und jetzt fängt es an, mir Das könnt ihr mir nicht erzählen. Okay. Letzte Hoffnung. Mit einem vollen Crobat arbeiten. Weil das Ding ist, wir können ja roosten. Dadurch verlieren wir unseren Flugtyp. Und dann können wir maybe Rollout ein bisschen... Oh, maybe hätten wir das von Anfang an machen sollen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, vergesst es. Ja, okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Wegstecken, genau. Dann gehen wir jetzt auf Donner. Aber das ist dreifach gesplittet quasi. Sollten wir leben, oder? Ich habe nichts gesagt, wir sind einfach dead. Was? Echt? Ich bin ehrlich, ich hätte immer gesagt, dass wir das leben. Also, ich weiß jetzt nicht, wie Finale berechnet wird. Vor allem Noctu lebt einfach, what the fuck. Leiterin einfach schon. Wir hätten leveln sollen. Das war richtig dumm. Oh ja, jetzt sind wir dead. Ich bin ehrlich, ich weiß aber nicht, wie ich da anders hätte drumherum spielen sollen. Und Taubos ist ein Ticken schwächer, meiner Meinung nach, als Roserade. Wobei, so viele Flug-Pokémon haben wir halt nicht auf der Bank. Ah ja, Elektro ist sehr effektiv gegen Stahl in dem Spiel, ne? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen gewieften Wechsel machen kann, aber... Ja, ich hab's versucht, irgendwie dieses Beuterus zum Worken zu bekommen. Aber ich glaube, Beuterus bräuchte einfach ein bisschen mehr Attack. Weil, also, und ein paar Moves, die er früher lernt, weil... Zum jetzigen Stand ganz schwierig jetzt. Scheiße, dann hätten wir Drill Pack drücken müssen. Die Frage ist, hätte Drill Pack gereicht? Weil ich kann mir vorstellen... Ja, gut, wenn es ein Crit ist, natürlich. Ach, Bullshit. Ich hätte ihn natürlich trotzdem gerne behalten für den Kampf. Vor allem, glaube ich, kommt man nämlich nicht mehr aus der Rocket-Basis jetzt hier raus. Ja, und das zieht 15 ab, ne? Ach, Scheiße! Das sieht gar nicht so schön aus, weil jetzt wird halt Zauberschein, irgendwie sowas kommen. Und ich kann ja nicht zurück in den pivoten. Ich kann jetzt halt einfach einmal Sucker punchen, damit ich Damage bekomme. Und versuche irgendwie mit Xatu zu revengen oder so, weil ich wüsste gerade nicht, mit wem ich hier revengen soll. Und danach kommt halt noch ein Mon. Das müsste Magneton sein. Das heißt, ich will jetzt auch nicht... Also Scarabon kann ich nicht reinwerfen, der besiegt mir Magneton zur Not. Landtouren, ja, wobei, wenn der eine Elektroattacke einsetzt, aber solange wir Hippo auch noch haben, also Magneton kriegen wir hin. Hippo würde ich jetzt eher ungern, ich glaube, ich muss hier sogar wen opfern. Ich glaube, ich komme da nicht drum herum. Und da ist halt jetzt die Frage, wen, also wir könnten jetzt, nee, ich muss hier drin bleiben. Weil alles andere ist langsamer, eine Psychoattacke kann gefühlt jeden rausnehmen. Und wenn der auch Energieball kann... Dann stirbt Landtouren. Wenn der Spukball, Energieball, Psychokinese nimmt hier gerade reißt meinen kompletten Squad auseinander. Ich muss Sucker punchen. Okay. Ey, das Problem ist halt dadurch, dass wir geburnt sind, glaube ich, können wir... Ja, sind wir weit weg von... Boah, wir sind richtig weit weg von dem Kill. Boah, der Burn ist richtig bitter. Das war es auch mit Philipp, danke, aber... Irgendwie war es meistens eher enttäuschend, bin ich ehrlich. Ich meine, dass der... Warte, hat der Sanddamage bekommen? Okay, das ist ganz gut. Weil dann kann ich versuchen, mit dem zu stallen. Weil Energieball... Ja, ich muss, glaube ich, versuchen mit Xatu Action... Oh mein Gott, ich muss den mit Xatu stallen, glaube ich. Geh jetzt mal auf Ruheort. Okay, er hat nur Schockwelle.
Die wird aber wahrscheinlich auch ordentlich zwiebeln bei einem Mon, das 135 Base Special Attack hat und Xato, der jetzt nicht so. Das ist ein Crit, ne? Mosch! Das ist richtig kacke jetzt! Jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Ja. Die leben halt alle nichts mehr. Ich muss hoffen, dass Lantern, glaube ich, noch was lebt. Das ist so meine einzige Karte gerade, Energieball. Ah, nein, ich hätte pivoten müssen. Einmal wechseln, Roserade, dass der Sand den maybe killt. Oder wir leben das jetzt. Okay, wir leben das nicht. Das ist ein großes Problem. Das ist aber ein Riesenproblem. Wir haben ein gigantisches Problem. Weil bis der Sand das Ganze den hier besiegt, wird das noch eine Weile dauern. Och, nee. Lassen Sie das jetzt bitte nicht enden. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das am schlauesten spielen soll. Oder kann. Weil ich glaube, da bleiben mir jetzt nicht so viele Optionen offen. Das zieht halt nichts ab, das ist klar. Und jetzt kommt der Sand. Boah, jetzt eine Prio-Attacke nochmal zu haben. Oder wenn Krippuk nicht geburnt worden wäre. Ja, wir hätten mit Lantern noch rumpivoten müssen. Das war leider sehr dumm gemacht. Ich kann halt noch hoffen, dass Hippo irgendwie einen lebt. 90 Spidef. Ja, ich sehe keinen anderen Play. Weil wenn ich jetzt Hippo reinschicke, der lebt keine Psychokinese. Ah, wobei, maybe hätten wir damit auch nochmal Damage machen können. Oh, ich glaube, das war schon wieder falsch. Scheiße, ich glaube, wir hätten genau diese eine Runde noch gebraucht. Ich glaube, die eine Runde wäre es wirklich gewesen. Ja, weil das killt mich jetzt und dann hätte ich nochmal ein Roserade wahrscheinlich. Naja, wobei er hätte dann auch beides drücken können. Aber ich glaube, da hätten wir noch eine Runde mehr rausgeholt vom Sand. Ich kann jetzt nur hoffen, dass Garabon das irgendwie überlebt. Klar, Wasserattacken sind sehr effektiv gegen den jetzt, aber ich habe halt auch eine Giftschwäche mit dem Burschen hier. Ah ja, das ist ja neutral. Boah, das war viel Damage. Das war schon sehr viel Damage, muss ich sagen. Er wechselt aus irgendwelchen Gründen auf... Ah ja, ist ja auch sehr effektiv. Shit. Shit! Shit, das habe ich vergessen! Oh! Ich habe es gerade eben noch gesagt. Mir halt am Ende des Tages nix. Und ich glaube, Paddy kann ich da nicht hart reinwerfen. Der kippt mir sonst... Also Donphan, wenn du jetzt deine geile Quicklop poppst und irgendwie... Ne? Oh mein Gott! Also ich glaube nicht, dass das killt. Aber wenn das jetzt killt, mega geil. Komm schon. Komm schon. Komm. Crit oder so. Schade. Ja, ein Versuch war es wert, I guess. Ich weiß nicht. Versuch war es wert. Oh, es kommt dieses komische Poison Storm. Oh, bitte lebt, Turtok. Bitte lebt. Sonst haben wir ein echtes Problem, glaube ich. Ganz knapp. Leb einfach. Scheiß doch die Wand an, ey. Ich glaube, Mudbomb sollte hier reichen. Das sah mir immer sehr free-hittig aus. Och nee. Och nee. Ich meine, er hat jetzt immerhin zwei Accuracy-Drops drin. Das ist ganz gut. Aber das war's mit Typhlosion. Wir killen natürlich nicht. Ich dachte es mir schon. Ich wollte es aber nicht aussprechen, dass der das maybe sogar leben kann. Egal. Er geht auf Low-Kick. Aber das ist okay. Das ist fein. Und dann muss ich hoffen, dass das letzte Mon ist... Ich hoffe, auch die Sonne reicht uns aus. Outspeeden wir den. Ich kann halt auch niemanden jetzt hier reinwerfen. Das kann ich mir nicht leisten. Ich muss einfach auf den Nahkampf gehen. Und der hätte da noch gestorben konnte. Scheiße. Du ordentlich Zwiebeln. Wenn nicht sogar killen, weil Feraligatr hat echt keine gute Spidef. Also es wird schon ordentlich scheppern. Okay, kill nicht. Leider auch kein Omniboost. Es kommt aber nur der Eiszahn. Das ist sehr gut. Bei dem sollten wir gut leben. Oder auch nicht. Weil er crittet. Natürlich. Chat kann mal wieder nur mit Hex gewinnen. Ah, ihr seid so scheiße. Gut. Aber ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem. Ich glaube... Nein. Ach, komm. Jetzt wünschte ich mir echt, dass das nicht killt. Ich meine, Porygon Z wäre... Ein Abgangsbund-Kill... Boah, ich habe in meinem ganzen... Also ich dachte halt auch eher, es kommt noch maybe ein Fokusstoß.
sollte zum Two-Hit reichen und mit Bedroha leben wir auf jeden Fall Erdbeben. Das war sehr, sehr schöner Schaden und mir sehr gut gefallen. Okay, und jetzt bitte einfach Piano Soul Rock. Einfach Piano, ruhig bleiben, keine Kacke machen. Ich hasse dich, Soul Rock. Ich hasse dich einfach. Ach, nö, Mann! Nee, eigentlich muss ich jetzt den Damage mitnehmen. Ah, das war so dumm. Ich weiß nicht, warum ich das wieder vergessen habe. Das war so immens dumm. Das wird halt auch nicht so viel machen, oder? Oh, eine Psychokinese hätte gut gescheppert, glaube ich. Ja, und damit ist Dami jetzt tot. Die Frage ist halt jetzt, wen ich reinschicke, wer den jetzt killen kann, ne? Weil der ist halt auch auf plus 2. Und ich glaube. Existieren Immunitäten noch? Ja, ist wirklich resistiert. Oh mein Gott, das habe ich auch jetzt. Das lese ich jetzt gerade zum ersten Mal. Er ist schneller! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du. Ich hasse Tentoxa so sehr. Tentoxa ist so ein blödes Abfuckviech. Weil wäre da jetzt Brutalanda mit Bedroha reingekommen, hätte ich. Nein. Komm, ich glaube an die Macht des Mamo. Komm schon, komm schon. Scheiße. Das ist sehr schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Das ist schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass hier wirklich jetzt mit einer Antibeere gearbeitet wird. Mein Purification wird mir, glaube ich, viele KP zurückgeben. Deshalb würde ich da drauf gehen. Der ist schneller und geht auf Wutanfall. Er ist schneller und geht auf Wutanfall. Ich glaube nicht, dass Flygen das leben kann. Ich recover jetzt einmal. Das war unsagbar viel Damage. Ich wollte gerade sagen, ist der Specs, aber er ist auch nicht Specs. Ja. Das lief jetzt irgendwie nicht so gut mit uns beiden, Morlord, ne? Das ist schon fein. Das ist ein sehr schönes, bulkiges Mon. Erdkräfte ist ja trotz einem Stab und sollte ordentlich Druck machen. Geht auf Knirscher. Wie gut fangen wir den ab? 60 KP, okay. Wir sind langsamer und der kann... Oh, da habe ich... Oh, ich habe nur an Erdbeben gedacht. Ja, das ist tot. Das ist eine Viererschwäche, oder? Oh, shoot! Flora da hat... Was? Ja, reden wir nicht... Oh, shit. Das habe ich nicht bedacht. Das ist gar keine Vierfachschwäche mehr, ne? Ja. Ja, das tut jetzt weh. Das habe ich jetzt in meinem... In meiner Euphorie vergessen. Oh, das wird wehtun. Weil spezielle Skater gar nicht so tanky. Oh, ich glaube, ich werde bei meinem eigenen Burn. Oder er crittet. Okay. Never mind. Ich dachte, das wird ein 1er für Relegator Sweep. Chibbity Chap. Und jetzt hoffentlich keine Prio-Attacke. Und jetzt, Papunga, zeig uns deinen Damage-Output mit Adaptability. Komm, hol dir den Kill. Ich glaube, Machomai hat eine bessere Def als... Nee, andersrum. Der hat eine bessere Spitter als Death. Conkidor hat eine bessere... Oh. Das tut mir jetzt echt ein bisschen leid. Das tut mir gerade wirklich ein bisschen leid. Ich meine, ich wollte, dass Papunga nochmal was zeigen darf. Also, das war jetzt ein Tod. Da bin ich jetzt ganz transparent. Ich dachte mir, wenn Papunga den jetzt nicht killt, dann stirbt das jetzt. Aber das ist dann auch okay für mich an der Stelle. Der schneller? Ja, schade, Schmili. Dann hattest du hier tatsächlich einen sehr... Wow. Der ist schneller? Ach, der hat einen Speedbuff, stimmt! Aber ich hätte jetzt auch nicht dran gedacht, dass Woodhammer mich ja dadurch, dass Pflanze auf Pflanze jetzt neutral ist, auch so stark hittet. Wow. Ich denke, wir opfern den. Wir gehen einfach auf Sky Uppercut, nehmen schon mal ein bisschen Chip-Chap mit, falls der eine Yachi Berry hat. Und gehen in der nächsten Runde in Lapras, glaube ich. Auch wenn da. Weil da ist eigentlich auch ein Rock-Move nicht gerade unwahrscheinlich, ne? Das ist halt das Problem. Rock Move ist halt echt nicht unwahrscheinlich. Ich gehe auf Stormblast. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, dass ich jetzt hier Lapras opfer, vor allem, weil ich auch noch gegen Rot antrete. Aber ich glaube, Lapras ist vor allem für diesen Kampf wichtig. Und maybe, ich wollte gerade sagen, maybe kriegen wir eine Para. Und ich glaube, jetzt werde ich den Ampharos-Button betätigen. Weil ich weiß nicht... Was hier noch so kommt. Also ich denke, Salamence kommt halt noch. Dagegen werfe ich Tuxlet hier einfach ab.
Frenzy Plant kommt auch, das ist okay. Man könnte überlegen, ob man jetzt in Dragoran geht und einen Dedenz raushaut, ne? Ich meine, was wird noch kommen? Es wird halt auch Glurak und... Also, die drei Starter haben alle eine Schwäche gegenüber Dragoran. Seid auf jeden Fall... Ja, es kann Zauberschein. Wir gehen auf Dragon Rush. Ich darf nicht noch... Ich wollte gerade sagen, ich darf nicht noch eine Runde verschwenden mit Fliegen. Es ist so zum Kotzen. Also komm, es sind halt 90... Ja, und jetzt sterbe ich sogar im Hagel. Ich hätte sogar wirklich gegen dieses Kackviech roosten können, ne? Fuckt mich das jetzt wieder ab. Hey, es ist so immens lächerlich, wie viel Kacke wir im letzten und diesem Part gemisst haben. Also da brauchen wir jetzt wirklich nicht drüber diskutieren. Oh, ich dachte halt, er wird gegen Dragoran eine Feenattacke drücken. Ja, das ist halt... Hat das irgendein Drop? Oh mein Gott! Es läuft so elendigst beschissen auf einmal. Weil ich wieder dumm bin. Hey, das habe ich vor nicht mal einer Stunde gelernt wieder. Dass das komplett passt. Ja, ich brauche halt jetzt auch nicht in Metagross gehen, weil das nur unnötig Damage ist. Ich greife jetzt einfach an. Vielleicht ist er dumm. Vielleicht kann das missen. Keine Ahnung. Hey, ich check halt auch die KI nicht. Warum hat sie nicht Primal Light gegen Dragoran gedrückt? Oder kann die den Hagel-Damage mit einkalkulieren? Also die KI check ich eher. Die blicke ich wirklich 0,0. Also wirklich 0,0. Boah, ey. Dieser scheiß Reflektor, ne? Bitte lebt noch Metagross. Bitte lebt vor allem auch nach dem Hagel noch eine Runde. Das wäre auch sehr schön. Als ob das jetzt wirklich killt. Ich fall vom Glauben ab. Ich fall wirklich vom Glauben ab. So, wir Aqua Jetten, um nochmal ein bisschen Damage zu bekommen. Der muss jetzt zu Ende sein und Medicham muss alles mit High Jump Kick töten. Oh, das könnten wir maybe? Ne, ist ja neutral, nevermind. So, jetzt muss eigentlich Reflektor zu Ende sein.